Wir schreiben den 16. Januar 1912. Also nicht heute, aber damals, als Georg Heim starb. Es war ein Dienstag. Das Thermometer zeigte minus 14 Grad Celsius an. Jetzt sind so minus 5, minus 6 Grad. Damals herrschte seit Wochen schon anhaltender Frost. Alle Berliner Seen, alle Berliner Gewässer waren ausnahmslos zugefroren. Auch die Havel, vor der ich hier sitze. Wenn man sich jetzt aufs Eis begeben würde, wäre man wahrscheinlich lebensmüde. Damals hätte man das eigentlich problemlos machen können. Und auf die Idee kam auch Georg Heim und sein Freund Ernst Balke. Sie trafen sich vermutlich um 9 Uhr am S-Bahnhof Charlottenburg, fuhren dann mit der S-Bahn bis Pichelsberg und betraten dann vielleicht am Schildhorn erstmals das Eis. Sie wollten eine Tagesschlittschuhtour machen. Ja, gegen die Mittagszeit erreichten sie Lindwerder, das ist eine Insel in der Havel, wo sie in einem Restaurant zu Mittag aßen. Der Gastwirt soll später ausgesagt haben, sie seien die einzigen Gäste gewesen. Und um 14 Uhr setzten sie ihre Tour fort und wollten Richtung Schwanenwerder, Richtung Wannsee. Das ist in die Richtung Schwanenwerder, sieht man von hier aus, wo ich sitze auch. Nur, dass sie dort nie ankommen sollen. Denn irgendwo auf der Hälfte der Strecke, also zwischen den beiden Inseln, zwischen Lindwerder und Schwanenwerder, ist einer der beiden ins Eis gebrochen. Man weiß überhaupt nicht, wer. In den einschlägigen Quellen wird merkwürdigerweise immer dargestellt, als wäre Ernst Balke derjenige gewesen, der zuerst ins Wasser gestürzt wäre, und Georg Heim sei der Retter gewesen, der beim Versuch zu helfen ebenfalls eingebrochen wäre. Eigentlich spricht gar nicht so viel mehr für die eine Version als für die andere. Und man muss sich vorstellen, wie unmöglich es ist, an so einer Stelle, in der Mitte der Havel, einem so großen Gewässer wie der Havel, sich aus eigenen Leibeskräften herauszuziehen. Das ist so gut wie unmöglich. Also im Grunde kann man nichts weiter tun, als um Hilfe zu schreien. Und es wurde fast eine halbe Stunde lang um Hilfe geschrien. Das weiß man deshalb so genau, weil Waldarbeiter auf der anderen Seite des Flusses in Klado die Schreie gehört haben, aber nichts unternommen haben. Sie sind gar nicht eingestürzt, weil die Eisschicht nicht dick genug gewesen wäre, das war sie schon. Aber an einer Stelle wurde ein großes Wasserloch für Wasservögel eingeschlagen. Und das hat man offenbar nicht gesehen, weil vielleicht es wieder leicht vereist war oder ein leichter Schnee darauf lag. Jedenfalls ist hochinteressant, dass sich in Georg Heims Traumtagebuch vom 2. Juli 1910 ein interessanter Traum findet. Ich lese ihn mal vor. Ich stand an einem großen See, der ganz mit einer Art Steinplatten bedeckt war. Es schien mir eine Art gefrorenen Wassers zu sein. Es gingen einige Menschen darüber hin. Ich wagte einige Schritte und die Platten hielten. Ich fühlte, dass sie sehr dünn waren. Wenn ich eine betrat, so schwankte sie hin und her. Plötzlich fühlte ich, wie die Platten unter mir schwanden. Aber ich fiel nicht. Ich ging noch eine Weile auf dem Wasser weiter, da kam mir der Gedanke, ich möchte fallen können. In diesem Augenblick versank ich auch schon in ein grünes, schlammiges, schlingenpflanzenreiches Wasser. In seinem Traum, da überlebt er, da macht er einige kräftige Schwimmzüge und gelangt dann an eine sonnige Bucht, aber das wahre Leben, das ist nun mal um einiges grausamer. Eine halbe Stunde lang währt der Todeskampf und letztlich sterben beide. Georg Heims Leiche wird 4 Tage später gefunden. Rudolf Balke, der Vater von Ernst Balke, der ist dabei, als sein Leichnam aus dem Wasser gezogen wird. Seine Hände sind völlig zerschnitten und zerfetzt, ne? Die Zeugen von diesem Kampf, wie er sich versucht hat, aus diesem Loch zu befreien. Und sein Gesicht soll grotesk verzerrt gewesen sein. Also Georg Heim sah aus wie eine Figur, die aus seinen eigenen Gedichten entstiegen ist. In denen geht es ja immer um apokalyptische Szenarien, um Dämonen, monströse Wesen, Leichen, Verwesung, Brände, infernalische Gräueltaten. Überhaupt scheint er ja vom Tod magisch angezogen worden zu sein. Und auch den Tod im Wasser, also gewissermaßen seinen eigenen Tod, hat er lyrisch vorweggenommen in seinem Gedicht Die Tote im Wasser. Die Tote segelt froh hinaus, gerissen von Wind und Flut. Ihr dicker Bauch entragt dem Wasser groß, zerhüllt und fast zernagt. Wie eine Grotte dröhnt er von den Bissen. Sie treibt ins Meer. Ihr salutiert Neptun, von einem Wrack, da sie das Meer verschlingt, darinnen sie zur grünen Tiefe sinkt, im Arm der feisten Kraken auszuruhen. Aber Heim war eben nicht nur mit Ernst Stadler gesprochen, ein Priester der Schrecken und ein Visionär des Grauenerregenden und Grotesken. Er war auch ein Zeitkritiker. Er hat sich die Großstädte seiner Zeit vorgenommen, allen voran Berlin, und hat seine unmenschliche, dunkle, üble Seite zur Schau gestellt in seinen Gedichten. Zum Beispiel in Die Dämonen der Städte, da wird eine Stadt von Dämonen bevölkert, wo es heißt, sie wandern durch die Nacht der Städte hin, die schwarz sich ducken unter ihrem Fuß, wie Schifferbärte stehen um ihr Kinn,
die Wolken schwarz von Rauch und Kohlenruß. Er hat den Ersten Weltkrieg Jahre im Voraus geahnt in seinem Gedicht Der Krieg. Das beginnt mit den Worten: Aufgestanden ist er, welcher lange schlief, aufgestanden unten aus Gewölben tief. Und etwas bedenklich ist es schon, wie er so energisch darauf drängt, dass irgendetwas passieren soll. Ja, Hauptsache nur nicht diese Langeweile, diese Alltäglichkeit der Gegenwart. Er schreibt zum Beispiel auch einmal in sein Tagebuch: Geschehe doch einmal etwas. Sei es auch nur, dass man einen Krieg beginne. Dieser Frieden ist so faul, ölig und schmierig wie eine Leimpolitur auf alten Möbeln. Ja, man kann sich natürlich schon fragen, wenn die Havel ihn nicht verschluckt hätte, ob er dann ein paar Jahre später, wie viele andere seiner Generation, im Krieg gefallen wäre. Eine große Stadt versank in gelbem Rauch, warf sich lautlos in des Abgrunds Bauch. Aber riesig über glühenden Trümmern steht, der in wilde Himmel dreimal seine Fackel dreht. Über sturmzerfetzter Wolken Widerschein, in des toten Dunkels kalte Wüstenein, dass er mit dem Brande weit die Nacht verdorr. Pech und Feuer träufet unten auf Gomorrh.